Das Wandergino ist familiär bei mir angelegt. Meine Großmutter väterlichseits hat ein Stummfilmkino in der Nähe von Freiberg gehabt. Also insgesamt mache ich seit 1986 Wanderkino. Mütterlichseits habe ich eine Verwandtschaft, die haben ein Jahrmarktkarussell gehabt. Wenn man das weiter zusammen addiert, kommt natürlich das Wanderkino raus. Wenn wir die mal zu schwer werden, dann höre ich auf. Das wäre natürlich schade, wenn die Institution Göbelt nicht mehr hier vorbeitingeln würde. Wenn wir das nicht mehr hinkriegen würden, im Schlossgarten ein bisschen Kino zu machen. Ich werde Januar 2021 65. Da denken natürlich die meisten ans Aufhören. Wenn der Herr Friedrich seine Dienste der Stadt nicht mehr anbietet, dann haben wir ein Problem.